Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4, wo wir in dieser Pump-Schule sind, wo wir zuletzt hier diese ekelhafte Pump-Soße da entdeckt haben. Und wir wollen jetzt den ganzen näher auf den Zahn fühlen und mal sehen, was wir noch so finden werden, außer ein paar Pump-Bule. Schalt sie aus! Der ist ja nett geflogen. Hey, ist noch ein Ghoul. Oder noch mehr Ghule. Und wir wollten noch das Bunkersystem checken, was vor dieser Schule war. Da hatten wir einige Bunkergebäude gesehen in der letzten Folge. Und diese will ich noch unbedingt sehen, wenn das möglich wäre. Wäre das ganz cool. Aber erstmal machen wir diese Schule hier fertig und dann sehen wir mal weiter. Zementsäcke. Der ist ein bisschen zerfetzt, der eine. Den kam wohl das Pump nicht so gut. So, diesen Koffer öffnen wir mal, wo wir wahrscheinlich wieder Splittergranaten drin finden werden, was nicht verkehrt ist. Denn... Ah ne, oder Red Eggs, weil die sammeln wir. Ih, dann ist hier... Ja, so ein Pump-Raum. Da bin ich ja mal gespannt. Ist da das Geheimnis der Pump-Rezeptur? So, wir müssen erst aus unserem Anzug raus, den wir nur hier hin öffnen können. Okay. Dann schauen wir mal nach. Terminal. Experte. Bin durch. Sicherheitstürsteuerung. Magnetschloss wird geöffnet. Dauert immer einen Moment, so offen ist es. Und hier finden wir ein Stealth-Ball und ein überfälliges Buch, eine Leiche und zwei Matratzen. Warum ein Stealth-Ball? Warum? Okay. Lebensmittelpaste. Hat sich hier nur irgendjemand eingeschlossen mit der Lebensmittelpaste? Und dann? Ich habe keine Ahnung, ich verstehe den Sinn dieses Raumes gerade nicht so ganz. Jedenfalls ist er da, der Raum. Das wissen wir immerhin. Der Raum ist da. Ventilatoren, Tische, Tonnen, so ein kleiner Lagerraum der Schule. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit das machen, hab's aber nicht hinbekommen. Stattdessen füge ich mir selber Schaden zu. Sehr professionell gemacht, Extreme. Muss man ja auch erstmal hinbekommen, ne? Ich schaffe sowas auf jeden Fall immer wieder. Hier finden wir einen Fusionskern. Ein Fusionskern. Und ein Kopfschraubenschlüssel mit ein bisschen Zement. Okay, das ist ein letzter Raum, mehr oder weniger. Mit einem Fahrstuhl. Und einer Luke. Hier oben am Dach haben wir aber nichts. Es geht nach oben. Da wollen wir mal gucken, was wir oben finden werden. Erzgeschoss. Ah, das hatten wir gesehen, diesen Aufstieg. Ja gut, im Endeffekt entweder auch so hochkommen können, weil wir ein Jetpack haben. Du offensichtlich, mein Freund, den Arsch weggeschossen. Da sehe ich doch noch einen Ghoul-Arm oder sowas. Ha! Und eine Red-Kakerlake. Was man hier nicht noch so alles findet. Experte. Schon mal fast richtig. Das sah schon ziemlich gut aus, aber immer noch nicht so ganz. Und nein, komm schon. Jawohl. Das wär's. Das hat geklappt. Ist das hier das Lehrerzimmer? Sieht fast so aus, ne? Wie so ein Lehrerzimmer. Ich
Weiß nicht warum, aber sieht mir irgendwie in einer Lehrerzimmer aus. Eine Rolltag, Lunchbox, ein überfälliges Buch. Und was haben wir denn hier? Superkleber und Zahnpasta mit einem Schraubenschlüssel kombiniert. Und im Lehrerzimmer mussten die ja auch diese ekelhafte Brühe essen. Unfassbar. Da hätten sie wohl doch lieber ein bisschen von der Kakerlake hier gehabt. So glaube ich. So, hier ist ja nochmal eine Lunchbox, die wir natürlich mitnehmen. Genauso wie hier. Hier finden wir recht viele, haben dann wahrscheinlich viele illegale ihr eigenes Essen mitgebracht. Weil sie diese ekelhafte Pump-Brühe nicht mehr sehen konnten. Ach, der ist schon tot. Zugekettet. Ah, hier hätten wir hochspringen können. Wie gesagt, überladen sind wir ja eh schon. Von daher können wir jetzt jeden Müll mitnehmen. Da haben wir nichts. Wir sind schon unter 500 Schuss jetzt. Bemerke ich gerade mal so. Leider. Einsteigerschloss. Ein weiterer Klassenraum mit na verdammt, ein Schreiben, toll. Na, ärgerlich. Ich werde es eh nie wieder finden, schade. Das ist jetzt richtig ärgerlich. Nicht mal diese schnelle Looten, nein. Ach, der Chemieraum. Der gute alte Chemieraum. Überall auf der Welt relativ gleich aufgebaut. Und mit den relativ gleichen Mitteln. Mit Aluminiumkanistern verstärkt das Ganze hier. Und was haben wir denn hier noch? Nichts. Solche, das. So, ich weiß den Grund. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ein sauber gestreifter Anzug. Wow. Jetzt gehen wir mal einen Hauptteil des Gebäudes, den absoluten Ende quasi. Jetzt wieder die geheimnisvolle Melodie. Oh, was bist du denn? Ein legendärer, aufgeblähter Leuchtender. Natürlich treffen wir eigentlich so gut wie gar nicht. Und kriegen ihn immer noch nicht weg. Bitte versterben wir doch. Scharf verbessern, Rudel, rechter Arm. 1 plus Charisma und Intelligenz. Naja, brauchen wir nicht zum Verkaufen. Immer gern gesehen. Und wir sollten uns mal langsam heilen. Oh, die Unaufhaltsamkeit hier. Du hältst dauerhaft eine Chance von 1% den gesamten Schaden eines Angriffs zu vermeiden. Nice. Schulmitteilung, 22. Oktober. Ich wünsche allen einen schönen Freitag. Das Programm PAMP wurde diese Woche erfolgreich, aber nicht ohne Startschwierigkeiten ins Leben gerufen. Ich werfe nur ungern das sorgfältig verpackte Pausenbrot eurer Mütter weg, aber wir müssen da konsequent sein. Vertraut mir, ihr werdet euch an den Geschmack der Paste gewöhnen. Außerdem wurde mir mitgeteilt, dass je nach Erfolg des Programms weitere Geschmacksrichtungen folgen werden. Wie aufregend. Das Programm wow. PAMP wurde diese Woche erfolgreich, aber nicht ohne Startschwierigkeiten ins Leben gerufen. Hat sie das schon gesagt? Jegliche beobachtete Nebenwirkung ist definitiv psychosomatischer Natur und könnte durch mangelndes Vertrauen in die Regierung verursacht sein. Denkt daran, die PAMP-Teilnahme hilft nicht nur unserer Schule, sondern langfristig auch unserem Land. Danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Rektor Hudson. Ja, auf jeden Fall. Die alte hat sie nicht mehr alle.
So, wir geben auf jeden Fall die überfälligen Bücher ab. Das können wir auf jeden Fall Produktives tun. Und wir schauen mal, was wir hier kaufen könnten. Lebensmittel passt. Wow. Nee. Ciao. Wir sind da mal weg. Also das holen wir uns nicht. Hier können wir jetzt wieder raus, denn wir haben alles erledigt. Und ich werde jetzt mal etwas speisen. Aufbereitetes Wasser gönne ich mir mal. Jetzt sind wir fast geheilt. Und dann gönnen wir uns noch Dandy Boy Äpfel. Und dann sind wir eigentlich schon geheilt. Und dann können wir diesen Laden jetzt hier verlassen und können zu diesem Bunkersystem gehen. Wo ich mich schon die ganze Zeit drauf freue. Ja, das mit dieser Schule war auch interessant hier mit dieser ekelhaften Paste, mit dieser Pump-Paste. Aber Bunkersysteme hören sich immer nett an und da freue ich mich immer wieder drauf. Wenn das denn überhaupt Bunkersysteme sind, sieht zumindest so ein bisschen danach aus. Tja, und das war die Pump-Pasten-Schule. Schön war's, aber ciao. Weg sind wir. Wir haben da hinten noch einen Ort zum Entdecken. Den werden wir auch noch erkunden, aber erstmal möchte ich ganz gerne wissen, was das hier ist. Es ist alles mit dem einen hier verbunden. Was? Im Ernst, es war eine Falle. Es war eine fucking Falle. Aua. So viel zum Thema Bunker. Och Mann. Es hätte so schön sein können. Stattdessen sind wir in eine verdammte Falle reingerannt. Out of order. Und wo kam denn jetzt der Roboter her? Quasi einfach dahinter gespawnt. Okay, dann gehen wir mal zum letzten verbleibenden Ort. Das mit dem Bunker war ja jetzt doch irgendwie eine Finte. Wunderbar. Alles umsonst. Hallo, geh mal bitte weg. Ich will einen Screenshot machen. Danke. Ich mag das. Ich würde am liebsten immer das ganze Overlay hier wegblenden, aber das geht leider nicht. Was ein bisschen ätzend ist, muss ich ja gestehen. Ich würde es schon ganz gerne so umsetzen können. Da ist nochmal so ein pinker Ghoul. Ein Pump-Ghoul. Leg dich wieder schlafen, kleiner Ghoul. Deine pumpigen Zeiten sind vorbei. Also pump mich mal nicht so an hier. Wer geht da vorne? Ein Kind des Atoms, ein Prediger. Wer schießt denn hier noch? Da sind auf jeden Fall noch mehr Gebäude. Afghaner sind jetzt auch noch hier. Gunner-Kommandant sogar, der hält sogar einiges aus. Und hat die Waffe vom toten Kind des Atoms genommen. Unglaublich. Dann gehen wir erstmal die Gunner ausschalten und dann zu den Spinnern des Atoms. Sehr starke Gunner. Und wir haben hier, wir kommen ja langsam in eine Region, wo sehr viele Gebäude sind, die wir noch erkunden müssen. Aber wir weichen zu sehr vom Weg ab und werden natürlich dann unseren Weg fortsetzen. Reicht es mir aber langsam. Okay, ich muss mich mal heilen. Aber wo willst du denn mit mir hin? Verdammt. Die hätten wir auch, die Dame. Und jetzt auf dem Weg zurück. Und die Spinne des Atoms erledigen. Wenn sie nicht schon tot sind. Seht nur die Feigheit der Ungläubigen! Das ist nämlich mal ein
So, der wäre weg. Es sind aber noch welche da. Ich glaube, ich spinne. Kind des Atomkrieges. Ciao. Müssen wir allen Ernstes noch ein paar Spinnen erledigen. Wahnsinn. Puh. Nicht ohne, zumindest die Gunner, also die waren echt hart. Seit wann sammelst du denn Antiquitäten? Dann überladen, sich den zu nähern, ist natürlich dann noch beschissener. Aber wir haben es hinbekommen. Irgendwie wie immer. Schaffen tun wir das sowieso immer. So, jetzt haben wir mal einen kleinen Ausblick. Da hinten haben wir noch zwei Gebäude, die wir erkunden müssen. Da, zu dem wollen wir hin. Da sind. Sind da die Gunner? Ne, es sind Raider. Gunner, Raider, alles Schnurzpiep, egal. So, hier in diese Richtung werden wir noch nicht gehen. Das geht ja in Richtung Nordwest. Das machen wir dann später. Ich wollte ja eigentlich diesen Part hier lang gehen. Und dann bis dorthin. Und dann später können wir dann diesen Umkreis noch machen. Weil ich will jetzt nicht zu sehr weit von der Route abweichen. Denn Sumpfgebiet war schon eher so mein Ziel und das werde ich jetzt so fortsetzen. Dann gehen wir nochmal gucken, was die Gunner hier schönes, die Raider schönes für uns gebrutzelt haben. Hyde Park. Eine Stadt auf den Dächern quasi. Haben die sich ja zusammengebaut. Noch ein toter Raider-Veteran. Ach, hier geht's auch rein. Oder raus, wie man's nimmt. Von wo denn? Ach da. Ciao. Kleiner Raider. Oh, ich befürchte, das wird ja doch ein größeres Raider-Lager. Gut, dass wir noch überladen sind. Hörst du das? Kann ich das mal... Schluss mit lustig! ...eben alles mitnehmen. Ich hätte schwimmen können. Da kamen wir noch so gerade rechtzeitig weg. Der schlimmste Schaden ist uns entgangen. Lebt noch? Mann, oh Mann. Hier geht es hoch, hier geht es runter. Verwirrt. Wir gehen mal hoch. Oh Mist. Ach, da sind die. Scatter. Ein Boss. Irgendwann wird der Nachladen müssen, Master. Nein. Ciao. Okay, Zielschießen hier. Kriegen wir aber hin. War jetzt keine große Herausforderung. Die waren irgendwie festgepackt. Er hat doch nichts zum Lesen dabei, der Boss. Und hier haben wir von legendären Raidern legendäres Schwert bekommen. Das wir eh nie nutzen werden. Aber egal. Kognak der Barbar, etwas Sinnvolles. Kritische Treffer bei waffenlosen Nahkampfangriffen verursachen Dauer 5% mehr Schaden. Und hier eine nette Kiste mit wieder den ganz normalen Loot, den man so hat. Unterzeichnet von deinem Nachbarn. Wir freuen uns darauf, dich zu sehen. Gezeichnet deine Nachbarn. Okay. Nehmen wir einfach mal so hin. Von den netten Nachbarn. Mist. Hat nicht so geklappt. Dann erneut. Geschafft. Naja, kein Bunkersystem gefunden in dieser Folge, aber dafür ein kleines Raider-Lager. Was gar nicht mal so klein ist. Ist ja auch besser als nichts, ne? Jetzt haben wir schon unter 400 Schuss. Die Knarre geht uns doch allmählich leer. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir früher oder später eine andere Waffe nehmen müssen.
ist auch mal was Neues. Kommt mal ein bisschen Abwechslung rein. Aber dann machen wir halt nicht mehr so viel Schaden, das müssen wir bedenken. Das heißt, da müssen wir sehr viel vorsichtiger wieder anfangen zu spielen. Jetzt bin ich ja sehr waghalsig, laufe auf die Gegner zu, schieße. Pipapo, aber dann muss ich ein bisschen mehr aufpassen zumindest. Dann kann ich nicht mehr ganz so angriffslustig in die Gegner reinrennen. Hier geht es runter. Hier haben wir eine Mine, die ich diesmal auch sehe. Ein Raider-Abschaumkrieger. Hier geht es komplett raus. Hier geht es rauf. Hier oben waren wir noch nicht. Ach, den haben wir von der anderen Seite da abgeschossen. Ich erinnere mich. Ein paar Aufstellbilderrahmen und ein bisschen Jet natürlich, so wie sich das für eine Raider-Bande gehört. Jet muss immer dabei sein, so wie wir immer MacReady dabei haben. Zumindest momentan. Aber momentan gehört er fest im Gepäck. Und das ist auch momentan noch ganz gut so, aber ich hoffe dennoch, dass wir bald mal die Mission von ihm da erledigt haben. Okay, das war's dann wohl mit dieser Siedlung. Dann gönnen wir uns noch mal eine Kleinigkeit zu essen. Ein bisschen Cram. Nochmal Cram. Eichhörnchen am Stiel. Und dann sind wir auch wieder geheilt. Ich würde sagen, dass wir uns jetzt mal auf dem Weg wieder mal in Richtung Markierung. Das wäre dann dort entlang. Dann tun wir das doch mal, weil die Sachen lasse ich jetzt erstmal aus. Wie gesagt, die weichen zu sehr von denen ab, wo wir hinwollen. Das muss ja jetzt nicht sein. Oder ich glaube, ich werde dann beim nächsten Mal hier aus weiter reisen und werde jetzt erstmal, nachdem wir da kurz geguckt haben, Sachen wegbringen. Mal eben mit euch zusammen. Dann hat der Zukunfts-Extrem den Platz und die Ruhe weg, hier dann alles zu erkunden und zu looten. Denn da gibt es ja auch noch so einiges, was wir sehen können. Wir haben schon sehr viel gesehen, aber hier westlich von Boston und südlich von Boston haben wir noch viel zu tun. Viel, viel zu tun. Und Aufgaben haben wir auch noch ein paar. Vor allem die längeren Aufgaben. Da kommt noch einiges auf uns zu. Ich würde sagen, komm, jetzt reisen wir nach Sanctuary Hills. Können wir dann nächstes Mal den Zukunfts-Extreme dann überlassen, wo er dann genau hingehen wird. Ich vermute mal zur Markierung und dann im mittleren Ort so mal ein bisschen schauen. Wir können ja bei Somerville noch die Aufgabe abgeben, hoffen, dass wir keinen Folgeauftrag kriegen. Ja, und dann mal sehen, weil das sind ja diese repetitiven Aufgaben. Habe ich ja schon oft genug erwähnt, das und? Wiederholt sich ja dann. Mal, was du so hast. Was ich so habe, ich habe eine Menge Krempel. Also was gibt's mir mal alles? Hallo? Alles nehmen, ja. Dann kannst du mal eben. Ja, was hier? Damit solltest du eine Weile durchhalten. Danke, du kannst jetzt mal die Powerrüstung verlassen. Du musst aus deiner Powerrüstung raus. Kein Problem. Hier ist noch die andere, die müsste ich mal dahinter sortieren. Das mache ich dann auch mal in Ruhe. Zeig unserem Gespräch. Fühl ich. Ah, der ist ja jetzt. Schau uns an hier in Sanctuary. Der ist ja jetzt nackt. Ich habe MacReadys Staubmantel, glaube ich, hier drin, ne? Jetzt muss ich unter M gucken. Da war er schon, habe ich schon gesehen. MacReadys Staubmantel. Identität bestätigt. Hey, brauchst du was? Hanne. Sollen wir dann die Beute aufteilen? Du kriegst an Beute soweit erstmal gar nichts, sondern nur dein Shit zurück. Hey. Und? Sehen wir uns mal an, was du so hast. Habe ich den jetzt wieder. Ich habe den jetzt wieder genommen. Unglaublich. Falsche Taste gedrückt. Wo bin ich denn jetzt hier? Nee, der war da oben. MacReady, da. Da. Und ausrüsten, bitte. Danke. Kann sich ja keiner ansehen hier. Und den gesamten Schrott weglagern. Alter, das ist wieder viel Schrott gewesen. Ach ja, Strong müssen wir auch noch nehmen. Wir müssen doch so viele Leute mitnehmen. Erst hatten wir gar keine mehr und jetzt haben wir so viele Leute wieder am Start.
Da freue ich mich auch ein bisschen drüber. Und bin mal gespannt, was die so zu erzählen haben und was bei denen dann rauskommt bei ihrer Story. Aber erstmal müssen wir mit Quidi noch beenden. Wir sind ja auf dem besten Wege dahin. Wir müssen eigentlich nur noch mal ein Gespräch führen, dass wir mit ihnen quasi eine Romanze eingehen. Und somit die höchste Eigenschaft von MacReady erhalten. Das ist ja mein Ziel, dass ich dann diese passive Fertigkeit für immer habe. Das will ich ja mit jedem Charakter erreichen. Als Begleiter. Und ich hoffe, dass MacReady bald soweit ist. Und sein endgültiges Vertrauen zu schenken. Eigentlich sollte er erstmal langsam sein. Wir haben ja immerhin seinen Sohn gerettet. Also soll man nicht so sein hier. Was will er denn noch als Vertrauensbeweis? Alter, wir haben ganz schön viel Krempel, muss ich mal feststellen, gefunden. Und dabei sortiere ich ja schon relativ regelmäßig die Sachen weg. Aber es kam jetzt doch so viel rum. Was ist? Was ist? Nix. Kein Mensch mit dir geredet, Oma. So, wir räumen mal eben die Rüstung weg. Wunderbar, jetzt wiegen wir auch gar nicht mehr so viel. Jetzt kann ich noch. Ich glaube, ich kann den Rest jetzt erstmal sowieso mal alleine wegsortieren, weil das ist jetzt für euch echt nicht so spannend. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich sehr fürs Zusehen, fürs Begleiten hier in dieser Aufnahmesession von Fallout 4. Hoffe natürlich, ihr seid übermorgen dabei, wenn es heißt, es geht weiter, die Reise im Ödland, die Reise im Sumpf. Mal sehen, was wir da noch so alles Tolles entdecken werden. Ich hoffe, da kommt noch so einiges bei rum. Und wenn nicht, nähern wir uns ja immer mehr südlich von Boston. Das heißt, dann haben wir diese Region auch abgesteckt und sind dann immer, immer näher am Ende. Aber noch ist ein bisschen was zu tun. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Begleiten und wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder, wenn ihr wollt. Und bis dahin,